doch bin mein Weg gegangen. Wagyu Steak heute elegant. Kein Stopp, kein Schlaf, bleib dominant. Real G, deine Meinung nicht relevant. Lauf durch die Bank mit dem Racks in der Hand, doch ich bin kein Bankkaufmann. Amazon Prime ist kostenlos. Hey, twin, that's my twin, that's my twin, that's my twin. GLE, GLE, matching Benz, matching Benz, and my tent. So, meine Damen und Herren, ich heiße euch herzlich willkommen zu einem NBA-Blog. Hintermann, boah, Hinterbrett. Aufpassen, Gefahr. Was ihr sehen werdet, wir werden heute Lakers gegen Portland anschauen. Ich werde einen ganzen Stadion-Blog machen, ich werde euch coole Highlights zeigen. Ich hoffe, das Ganze wird euch gefallen. Checkt den Tagesblog, Blog von Roat ab. Bei Eli gibt es unangenehme Fragen, Teil 2. Und in diesem Sinne bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Los geht's! Wow, wow. Yeah, look at me dead in my eyes, I know that you know that a nigga ain't lying. Nee, ich will das nicht drauf haben. Er hat seine 5 will ich nicht drauf bitte, haben. Zeig das Nein, gut. Will ich nicht. Damit die Leute sehen, dass das ist hier. You ain't so little no more, right? Also, das ist wie so ein kleines... Will ich nicht drauf haben. Predictions, jetzt dein zweites NBA-Spiel? Ist Portland gut? Portland mit normal, ich weiß nicht, ob Damian Lillard spielt, aber das ist der fucking Macher da. Aber sie nicht verkehrt. Ich sag, es wird ein knackiges 100... 7 zu 100. Okay, mach dein Ding, mach dein Ding. Mach dein Ding, got you. Bruhas! Ja. Robert! Ja. Wer gewinnt? Portland oder Lakers? Lakers. Got you, my boy. Ich sag, Lakers macht das mit einem 8-Punkte-Lead am Ende. Ich will unbedingt, dass wir uns beeilen, weil ich will das Ritual von LeBron James sehen. LeBron James. Ja, das ist mir scheißegal. Roat war vorhin beim Friseur und hat für diesen Schnitt 50 Euro gezahlt. Ja, mengig. Ja. Ich hab die gerne gezahlt. Digga, zeig nochmal Seite. Mein Bruderherz, du wurdest verarscht. Aber... Bellisch, ne? Seine Cap ist angewachsen. Gella, Adidas, ne? Es ist schlau, es ist smart. Ich muss nicht auf meine Haare achten. Ich mach's einfach rauf. Schlau. Ja. Aber dir steht das halt. Das ist fresh, baby. Ah, don't lie. Yeah, of course, there's nothing inside. Also, es ist mein zweites NBA-Game und ich bin unglaublich hyped. Also, es macht so Bock, NBA zu schauen. Deswegen, ich freue mich extrem. Ich freue mich extrem und will eigentlich nur auf unsere Plätze. Be quiet. I'm stressed out. Siehst du? Selbst LeBron James macht Fehler, Eli. Ich sag dir das. Jeder auf der ganzen Welt macht Fehler. Niemand ist perfekt. Schön gesagt, mein Bruder. Digga, mach mal kurz mit dem Vlog. Die haben immer alle 2 Tage ins Spiel, Digga. Wie krank ist das denn? Sydney gleich mit einer Mission, ne? King James hat da gerade ein paar Anweisungen gegeben. Auf jeden Fall, wenn das Spiel dann. Halle war noch nie so laut, was war denn das jetzt? Wir gingen gerade raus, weil wir Durst haben und auf einmal war der lauteste
Schrei aller Zeiten. Ja, was ist denn los, Langer? Was wartest du hier? Ich guck auf den Monitor, auf Wiederholung. Nee. Na gut. WrestleMania! Which way? Wir? Irgendwo da. That way. Sydney hat wieder ein Ziel und eine Mission. Ich sag, wir bekommen aber kein Bier, oder Sydney bekommt keins. Bist du aus Deutschland? Ja, ja, ich bin aus Deutschland. Guck hier. Ja, Supporter. Alles gut. Wenn das Eli sehen würde. Gesehen, haben wir gesehen, dass er rausgegangen ist. Sind wir schnell. Können wir ein Bild machen? Ja, safe. Woher seid ihr, aus welcher Stadt in Deutschland? Köln. Köln? Und du zu Besuch? Ich bin besuchen, ja. Ja? Von wo kommen die alle? Hi, ja, was geht? Ich sag, warte außen, ich muss auf Klo. Der Typ kommt mit den zwei Dingern hier aufs Klo. Ja, nein. Ich hab grad so gesehen bei meiner Tasche, da ist so ein Schild. Ich hab einfach die ganze Zeit mein Shirt reingeschoben. Sehr nice. Grüß. So. Zeig einmal Brust, zeig einmal Brust, zeig einmal Brust. Yeah. That's up. Yeah, that's up. The new team was the balls in play. Steht gerade 22 im ersten Viertel. Erstes Viertel, Feedback, dir ist aufgefallen, Russell, ne? Als er war nicht so gut, muss ich sagen. Ja? Würfe nicht so. Als ihr weg wart, habt ihr übrigens so ein, ja. Dank, so ein Ding verpasst. Ja, haben wir mitbekommen. So. War aber krass, ne? Ja, war richtig gut. Wir sehen wir im Wasser wieder, Edi? No. Was willst du? Hast du gerade nicht gesehen? Wieder. Yes, sir, Rastas! Eli, komm, jetzt kommt was Verrücktes. Oh, yes! Zeig mir, was du kannst. Zeig mir, guck mal. Oh, oh, oh. Er wird heiß, Eli, er wird heiß! Weißt du, was ich meine? Und Sydney geht auch Meter. Bei jedem Kopf muss ich trinken. Come on, Anthony! Come on, Anthony! Ich mal ein Bild mit Ingenieur am Park. Cool. Runter von der Bühne. Bleib ruhig, King. Setz dich. Yes. Ich hab auf Yusuf Nurkic gewettet. Der fette Große da. Was? Oh! Can't stop the man, the man, the man. Der muss. Ich liebe es beim Basketball, dass sie sich alle helfen. Ich liebe das. Ja, das ist nämlich Support. Verstehen, Joel hat uns wieder Family-Pässe geklärt. Zeig mal kurz. Damit kommen wir hier runter. Das ist so crazy, wo wir da hinkommen mit diesen Pässen. Schaut jetzt mal. Das ist so verrückt. Guck mal, wo wir sind. Links, Eli. Eli. Wir gehen jetzt
irgendwo hinter. Das sind die Tickets. Mit diesen Tickets kommt man wirklich auf, also Courtzeit, direkt ans Spielfeld. Das ist so verrückt. Lakers Family, got you. Lakers Family. Ja. Bist du bereit für die Cabo-Sonne? Oh, ja. Eine Win-Challenge. Wir müssen 17 Hot Dogs. 17 Hot Dogs? Dann, Digga, das ist eine Zeit, das werden wir nie erfahren. So sieht der Family Room aus. Ich glaube, hier sind nur Familienangehörige. Und hier kann man halt essen. Das ist so wie ein VIP-Raum. Bloß für Familienangehörige, was ganz cool ist. Hier bekommt ihr was zum Essen. Ist das eine Breze, Eli? Wow. Ist das eine Breze? Ja. What's up, Sis? Nimm dir ein Bier, Freund. Cool. Ich will ein Bier trinken. What's up, Sis? Ich will ein Bier. Geller, schmeckt? Apfelschorle. Ajo. Und das ist ganz schlimm mit dem Typ. Ne? Macht euer Ding, Mädels. Eli, sag mal hallo. Nimm die Taktiktafel. Macht man die hier füllen jetzt? Weiß ich nicht. Wir werden spätestens sehen bei der Monetisierung. Eli, jetzt wird's verrückt. Jetzt wird's verrückt, nimm dein Handy raus. Sydney Classic. Das war er, aber das war Ey, ist euch bewusst, dass wir 1 Meter... Ey, ist euch bewusst, dass wir 1 Meter vom King entfernt waren? Aber wäre das Cristiano gewesen, dann wär's... Sagst du? Ich darf jetzt noch einmal. Ne? Ja. Du bist langsam drinnen, ne? Ich hab gesagt, was das alles für Maschinen sind, weil die sind 2,8 Meter, dass die so aussehen, was sie für Muskeln haben, wie wir die essen müssen, wie wir die trainieren müssen, das ist geil. Frag Sydney bei solchen Sachen. Sydney hat dann gesagt, dass es sehr anstrengend ist und so. Ne? Das ist mein Wort. Ich hau mir bei jedem Kopf einen rein. Was wird mir gedrückt? Lakers call timeout and are challenging the last call on the court. Ich hoffe, ihr hattet coole Spielszenen. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich hoffe, ihr hattet auch coole Einblicke. Ich weiß nicht, ob es so auch im Video rüberkommt, aber weil jetzt beispielsweise beim Basketball, das ist nicht einfach nur ein Basketballspiel, sondern es ist gleichzeitig auch ein Event und du hast unglaublich viel Show.
Es macht einfach unglaublich Spaß, da zu sein, wegen Basketball und auch wegen den ganzen Sachen, die nebenbei passieren. Und ich hoffe, das kommt auch auf Video so rüber, weil es ist halt wirklich ein Event und das macht so krank Bock, das glaubt ihr gar nicht. Also es macht 10 von 10 Spaß. Der Mann läuft seit 10 Minuten rum und denkt, er ist ein Boxer. Sieht aus wie ein Boxer. Eli, ganz kurz, kurzes Feedback zum Spiel. Wie war das ganze Event? Hat sich Spaß gemacht, großer Du? Der DJ war schlechter als letztes Spiel. Ja. Spiel war aber, also die Spieler von Lakers waren besser. Ja. Das war geil. Lakers gewonnen, cool. Weil einer unserer Kumpels da spielt. Event wieder cool. 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 Sehr also cool. Insgesamt, Basketball macht Spaß. Sehr cool. Sehr cool, ins Stadion zu gehen, geht ins Stadion bei Basketball. Cool. Joel, Feedback zum Spiel gibt's mir. War super, ey. Wir hatten Halfcourt-Shot gehabt. Stimmt. Two times in a row. Stimmt. Wow. Stimmt. Ich hab's aufgenommen diesmal. Ich hab's auf Video. Hast du auch? Ja. Geil, zweite Mal dabei. Aber diesmal gab's so 25.000. Ja, schlecht. Hast du auch gemerkt, da waren keine Mädels haben. Reicht nicht 25, ne? Ne, war nice, aber ja, hat Spaß gemacht. Gutes Spiel, Sieg, das ist immer die Hauptsache. Ich glaube, Dennis ist gut drauf jetzt. Ja. Und ihr wart jetzt zum zweiten Mal hier. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß gehabt. Es war sehr cool. Ihr müsst unbedingt wiederkommen, damit wir noch ein paar Challenges drehen können mit euch, weil bei mir war ein Lachkick. Das war zu lustig einfach. Also, wenn ihr Bock habt, dass wir wieder nach LA gehen, lasst es uns in den Kommentaren wissen. Bei Dennis sein Video, bei meinem Video, bei Joel sein Video, bei Roat sein Video, bei Eli sein Video und bei Sydney sein Video. Danke. Roat, noch kurzes Feedback, komm. Achso, ich habe eine Frage an dich sogar. Oh, nerv nicht. Nee, wirklich. Okay. Du hast jetzt das zweite Mal ein NBA-Game gesehen, ja, ne? Würdest du sagen, NBA-Games zum Zugucken sind geiler als Fußballspiele? Ja, weißt du warum? Warum? Weil es da nicht nur aufs Basketball beruht, sondern weil es ein großes Event ist mit, ja, Show, nebenbei, ja, ja, etc. Ja. Fußball ist Fußball, aber bei der NBA hast du halt auch noch so viel nebenbei, ja, und es wird so viel gemacht, das Ganze einfacher zum Zuschauen macht und interessanter. Es ist so die ganze Zeit so aufgebaut, dass du aufs Spielfeld gucken kannst und es passiert die ganze Zeit irgendwas. Ja, genau. Weißt du? Genau. Das ist krass. Du bist, wenn du jetzt hier einfach da einsteigst. Den machen wir. Den da? Den da. Ach so, ja, Hilfe. Steigst du ein, sagst Hilfe. Du das, Hilfe. Jo, Sydney, gib mir dein Feedback. Heute haben wir einen easy Lakers-Win gehabt. Ja. Wir hatten ein 30-Punkte-Game von LeBron. Mhm. Anthony Davis strong. Anthony gut. Ja, geiles Spiel gewesen. Ich denke mal, wir hatten alle Spaß. Ich weiß nicht, wie ihr es fandet. Auf jeden Fall, ich habe bei jedem Korb einen Zug genommen. Und du hast den Schaden. Und das ist der größte Streamer Deutschlands, der läuft mit irgendwelchen Sachen rum. Und das ist der größte Kiffer Deutschlands. Ja, Eli! Hey! Oh! Oh! Leute denken wirklich, ihr hattet Stress. Aber cool. Ich hoffe, der Stadion-Vlog hat euch gefallen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. In diesem Sinne geht's. 1-1-2-2. Bis dann. Nice guy. It's so high school musical American Pie.